Grüß euch, zweiter Teil des Updates. Was ist schon passiert aus Sicht vom Horoskop dieses Jahres? Und all diejenigen, die sich mit Astrologie etwas auskennen, werden den veränderten Aszendentenpunkt bemerken. Und diejenigen, die die Gruppenschicksalspunkte kennen, werden sich freuen. Der Aszendent ist 22,8 Grad Wassermann. Dann habe ich schon gesagt, wir haben da die 12 Häuser und die Zeit marschiert los, ein Haus, ein Monat, und du kannst berechnen, wann du die verschiedenen Zeichen antriffst und zum Zweiten, wann sie ausgelöst werden. Das Ganze passiert in diesem Jahr zweimal, nämlich einmal das Antreffen dieser Zeichen und zweitens die Auslösung. Wir haben angefangen am 20. März und sind durch Haus 1 marschiert, während hinten in Haus 12 5 von diesen Zeichen sich verstecken. 2 Grad Fische heißt, du verlierst alles, was nicht wirklich deins ist, was nicht wirklich dazugehört. Das gilt für die ganze Welt, das ist nicht persönlich zu sehen. Wir sehen diesen Punkt ab 24.03., während der Merkur direkt auf 2 Grad Fische steht. Was ist da passiert? In der Zeit wurde von den Herrschaften bestimmt, ob deine Arbeit, deine Firma wichtig ist oder unwichtig. Das waren alle Kleinen, die Großen waren natürlich offen. Da haben die Menschen auch ihre essentiellen Rechte verloren. Das ist genau 2 Grad Fische. Das Unwichtige fliegt raus. Das fand zuerst überhaupt keinen Widerstand. Siehst du, auch der Merkur hat keine rote Linie, das ging denen einfach durch. Dann wandern wir weiter und treffen am 5.4. den Neptun. Neptun ist der Auflöser. Da haben wir das erste Mal von sogenannten Lockerungen gehört. Also eine graduelle Auflösung der Lockdown-Maßnahmen. Lockdown ist übrigens ein Begriff aus dem Gefängnis. Dann marschieren wir weiter. Dann haben wir am 12. und 13.4. Sonne und Uranus. Sonne wurde angetroffen, Uranus ausgelöst. Sonne-Uranus ist nichts Schönes. Es ist Existenzangst. Und das Ganze noch mit der Mars, Pluto. Und wie gesagt, es ist nicht persönlich, sondern hier hat ihr System Existenzangst. Und was das bedeutet, sehen wir gleich. Da ging der Preis für Öl auf minus 40. Von plus 40 auf minus 40. Aber mit Verspekulieren hat das überhaupt nichts zu tun, sondern durch die weltweit bestehende Situation. Autos fahren keine, Schiffe, Flugzeuge, überhaupt ist alles weg. Das Öl in den Lagern wurde nicht verbraucht. Das minus 40 bedeutet nichts anderes, als dass der Käufer den Verkäufer 40 Dollar pro Einheit bezahlt hat, damit er das bestellte, gekaufte Öl nicht liefert. Das ist eine ganz einfache Sache. Du bestellst was, dann kommt der Postbote und dann gibst du ihm nochmal Geld, damit er es wieder mitnimmt. Die haben was bestellt, bezahlt und kurz vor der Lieferung haben sie nochmal bezahlt, damit es nicht geliefert wird. So kommst du auf minus 40, damit sie das Öl nicht bringen. Und dieser Uranus, der ist insoweit der wichtigste mit in diesem Horoskop im ganzen Jahr, weil er anzeigt, worum es geht. Im Stier in Haus 2 bedeutet es, ihre gesamte Organisation, das System, bricht zusammen. Deren System ist auf den Dollar aufgebaut, der Dollar ist auf den Petrodollar aufgebaut. Und Petrodollar bedeutet, egal welches Land, von welchem Land Öl kauft, es muss in Dollar bezahlt werden. Und das letztendlich hat diesen großen Reichtum von Amerika ausgelöst. Öl und Dollar sind das Rückgrat des Marktes, dieses Systems. Das bricht zusammen. Denen ist das Rückgrat gebrochen worden in dem Moment. Das wurde gar nicht groß erwähnt, nur kurze Meldung, der Preis ist minus 40. Aber in dem Moment habe ich gewusst, ja, das war's. Und in diesem Jahr dreht sie alles um diesen Uranus. Und in dem Moment, wo er sie auslöst, bricht der Ölmarkt. Darum geht's. Das System, die Organisation, den Markt, die Wirtschaft zu zerstören. Das sagt die so, das ist ganz deutlich. Zu zerstören. Darum geht's.
Der MC zeigt dir, was bei dem Ganzen rauskommt. Da hast du einen Jupiter in 12. Mitte Juli werden wir das Ergebnis sehen von dem Abbruch des ganzen Systems. Und als es wirklich abgebrochen wird und auch wirklich verschwindet, zeigt, dass der Jupiter in 12 ist. Der ist weg. Das gibt's nimmer. Ihre Welt wird wirklich abgebrochen und verschwindet. Ganz eindeutig. Die sind gerade richtig in Fahrt gekommen. Was die Politgrößen aber noch nicht geschnallt haben, ist, dass auch sie aufgeräumt werden. Auch sie werden nicht mehr gebraucht. Die arbeiten wirklich fleißig dran, das System jetzt abzubrechen, um eine neue Ordnung aufzubauen. Die schwimmen gerade in ihrer Wichtigkeit. Das haben die noch nicht gemerkt. Die haben keinen Schimmer, dass sie damit nicht weit kommen. Und das ist ein wichtiger Punkt in dem Spiel. Alle Leute, die dem System zugehörig sind, fühlen sich wichtig. In deren System geht's um Hierarchie und Position. Nach oben buckeln und nach unten treten ist deren Prinzip. Und alle haben eins gemeinsam. Sie sind so wichtig. Sie fühlen sich so wichtig und zusätzlich sind sie so arrogant. Und auch wenn die letzten Wochen ein richtiger Schock für die Leute waren, sie sind immer noch so arrogant. Sie halten ja so fest dran an ihrem System. System ist alles, was sie haben. Und drum werden sie alle mitgehen. Ja, laut Horoskop geht das Affentheater nur eine Weile. Ihr könnt euch alle zurücklehnen und es beobachten. Der Untergang all derer, die freiwillig die Programme und die Wichtigkeit gewählt haben. Denkt's immer dran, das ist nicht unser Untergang. Und wie wir schon gesehen haben, die gehen freiwillig in Untergang, fühlen sie auch noch wichtig dabei und voll Arroganz laufen sie in Abgrund. Und dass langsam die kleinen Geschäfterl wieder aufmachen dürfen, dass sie versprechen, die Grenzen zu öffnen damit, das ändert gar nichts dran. Das heißt Affentheater. Das Rückgrat ist gebrochen, das war Öl und Dollar, Petrodollar. Und das ist der Uranus im Stier, Haus 2. Alles andere folgt. Das war's. Alles Liebe und bis bald.